Kann Baukostenmanagement Spaß machen? Kann Baukostenmanagement Spaß machen? Kann Baukostenmanagement Spaß machen? Ich denke schon, ja. Ich denke schon, ja. Ja, wenn man die richtigen Werkzeuge dafür hat. Nova AFA kenne ich seit 2019. Da kam das Neue bei uns hier ins Büro, weil die Chefetage auf der Messe war und gesagt hat, hier, guck mal, ich war an einem Stand von Nova AFA, das ist total cool, guck dir das mal an. Da hatte Nova AFA einen ganz kleinen Stand auf der BIM World in München. Und um das jetzt ganz kurz zu machen, bin ich von München nach Erfurt zurückgefahren. Und mir ist gelungen, während der Zugfahrt ein IFC-Modell zu importieren, wo mir andere Softwareanbieter erstmal ein Schulungsprogramm angeboten haben. Und das war ein Aha-Erlebnis. Da es ja so ein Abo-Lizenzmodell ist, war der Einstieg ja auch relativ einfach. Man musste ja nicht gleich eine Lizenz für so einen Kleinwagen kaufen. Und ich hatte gerade einen neuen Projektstart und habe gesagt, ja los, ich mache jetzt gleich das erste LV damit. Und habe mich hingesetzt und habe ein LV geschrieben, ohne Schulung. Und das spricht ja dann schon fürs Programm, dass es wirklich intuitiv ist, das muss man wirklich sagen. Ja, ich habe da reingeschaut und es war relativ einfach zu verstehen, wie das Programm aufgebaut ist und wie die Strukturen sind. Die Knöpfe sind alle da, wo sie hin müssen, wo ich nicht irgendwie in x Untermenüs suchen muss. Es macht optisch irgendwie Spaß, wenn man es aufmacht, sieht es auch schick aus. Und weil ich ja auch relativ viel auf der Baustelle unterwegs bin oder auch so in diesen Homeoffice-Zeiten, dass es halt webbasiert ist. Das finde ich persönlich total gut. Ich kann dann mit dem iPad draußen auf der Baustelle ins LV gucken, ohne mir x PDFs und so weiter speichern zu müssen. Ich schreibe aus, ich mache die Kostenfortschreibung, dass ich die Kostenanalyse mache, den Soll-Ist-Vergleich und habe jetzt für ein Projekt in Jena die Kostenberechnung gemacht mit Nova AFA in Verbindung mit einem IFC-Modell. Am Ende war das für uns das beste Tool, weil es einfach unserer Arbeitsweise sehr entgegenkommt. Wir arbeiten nach der BIM-Methode, das heißt, wir haben 3D-Modelle, aus denen wir die Mengen ableiten. Und diese 3D-Modelle können wir auch direkt in Nova AFA importieren und dort die Kostenplanung in allen Leistungsphasen durchführen. Die Möglichkeit zum Beispiel, diese Filter zu erstellen, die Bauteile zu filtern, dann die mit den Kosten zu verknüpfen, gleichzeitig entwerfen zu können und gleichzeitig eine Aktualisierung der Baukosten hinzubekommen. Ich glaube, der große Vorteil ist tatsächlich, dass es parallel passieren kann. Es gibt eine monatliche Abrechnung, Monatsmodell. Ich kann quasi im Internet einen Regler nach oben und nach unten drehen und damit die Anzahl an erforderlichen Arbeitsplätzen quasi immer wieder neu justieren. Und dass wir dieses ganze Thema Software-Hosting einfach nicht in unserem Haus haben, was ein großer Vorteil für uns ist. Kann Baukostenmanagement Spaß machen? Ja. 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 Macht es. So muss für mich ein gutes Werkzeug sein.